Jugendliche schaffen. Kein Mensch kann sie wissen, oh, kein Jäger erschießen. Mit Pulver und Blei, die Gedanken sind frei. Na husch! La la la, la 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 la, la la la. Tom, Tom, es ist Feuer! Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Musst du immer so ungezogen sein? Waschen schadet dir nicht. Husch! Ja, ja. Eltern haften für ihre Kinder. Husch! Hier dein anderer Anzug. Ja, ich lass dich auch ein bisschen kauen. Aber du musst ihn mir wieder zurückgeben. Hör mal, Becky. Bist du schon mal im Zirkus gewesen? Ja, und wenn ich artig bin, dann nimmt mein Papi mich das nächste Mal wieder mit hin. Ich bin schon 3 oder 4 Mal dort gewesen, Becky. Zigmal. Und wenn ich groß bin, Becky, dann werde ich mal Zirkus klauen. Ja, das wird prima. Die sind so hübsch überall gesprengt. Ja, und Becky, Geld? Ach, kriegen sie auch wie euch. Hör mal, Becky. Bist du schon mal verlobt gewesen? Was ist denn das? Na, verlobt, um später zu heiraten. Nein. Möchtest du gern? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie ist denn das? Wie? Na, du sagst einfach zu einem Jungen, du würdest nie einen anderen nehmen. Und dann küsst ihr euch und Becky, das kann jeder. Küssen? Wozu das denn? Na, das machen eben alle so. Alle Leute? Ja, alle, die einander verliebt sind. Weißt du noch, was ich aufs Schild geschrieben habe? Ja. Was denn? Nicht jetzt. Morgen. Oh, bitte jetzt, Becky. Dreh das Gesicht weg, damit du nicht sehen kannst, dann sage ich's dir. Aber du darfst es nie jemand erzählen, hörst du, Tom? Nein, ganz bestimmt nicht. Alter! Jetzt ist alles vorbei, Becky. Alles außer der Kuss. Davor brauchst du gar keine Angst zu haben. Das ist gar nichts, Becky. Jetzt. Jetzt ist alles erledigt, Becky. Und von jetzt an weißt du, du darfst niemand anderen lieben als du mich. Und nie jemand anderen heiraten als du mich. Nie und nimmer. Nein, ich werde nie jemand anderen lieben als du dich. Und nie jemand anderen heiraten als du dich. Aber
dann darfst du auch niemand anders heiraten als nur mich. Na gewiss doch, das gehört ja dazu. Und wenn du zur Schule gehst und auf dem Heimweg, dann gehst du mit mir. Wenn keiner guckt. Und bei Gesellschaften, da wärst du mich und ich dich. Das macht man so, wenn man verlobt ist. Ach, das ist aber hübsch. Das habe ich noch nie gehört. Das ist mächtig lustig, was denkst du, als ich und Amy Lawrence verlobt waren? Tom, bevor du jetzt wieder unpassende Kommentare einwirfst, ein Floß macht einen Ellenbogen, wenn es abknickt und droht unter dem tonnenschweren Gewicht im Wasser zu versinken. Tante Polly! Tante Polly! Also ein Fluss mit dem Zitter lassen. Der weiß schon ganz schön viel. Ja, schon. Und was bringt's ihm, hä? Was bringt einem das ganze Wissen, wenn man nichts draus macht? Man lässt sich von zu vielem Unnützen ablenken. Lernen, artig sein, sich ordentlich anziehen, den Kragen immer kontrollieren, die Bibel in- und auswendig kennen und Aufgaben für die sonstige Schule noch dazu. Die Bewegung eines Floßes ist da genau das Richtige. Sie ist ruhig, gleitend und geräuschlos. Sie besänftigt alle fieberhaften Gedanken und Geschäftigkeiten. Sie schläfert alle nervöse Hass und Ungeduld ein. Das Dasein wird ein Traum, ein Zauber, ein tiefes, stilles Entzücken. Lautlos gleiten wir zwischen den grünen, duftenden Ufern mit einem Gefühl der Wonne und Zufriedenheit dahin. Manchmal hängt dichtes Weidenzweig von den Ufern herab. Und überall zwitschern Vögel. Ja, und trillern so tolle Lieder. Wo Lieder der Freiheit? Der Brüderlichkeit. Der Gleichheit. Der Eingang zur McDouglas-Höhle befand sich weit oben am Abhang des Hügels. Und war wie der Buchstabe A geformt. Die große, massive Eichentür stand aufgeriegelt. Drin lagen Kammern, kalt wie im Kühlhaus, welche die Natur mit Kalksteinwänden versehen hatte. Die McDouglas-Höhle war ein einziges großes Labyrinth gebundener Gänge, die ineinander und wieder auseinander führten. Aber nirgends hinlief. Sie war romantisch und geheimnisvoll. Keiner kannte die Höhle. Es hieß, man könne ganze Tage und Nächte durch verschlungenes Gewirr von Spalten und Klüften wandern, ohne jemals ein Ende der Höhle zu finden. Und hier, Becky, noch ein Wunder der Höhle, der Salon. Dort die sogenannte Kathedrale und da hinten irgendwo Aladins Palast und viele mehr. Ich möchte wissen, wie lange wir wohl schon hier unten sein mögen. Kehren wir lieber um, Tom. Ja, ich glaube, es wäre wohl besser. Aber findest du auch den Weg? Für mich ist das alles ein einziges Durcheinander. Klar, ich schätze, ich finde ihn schon, ja. Schön. Aber hoffentlich verirren wir uns nicht, das wäre ganz fürchterlich. Gedächtnis nicht verloren. Doch. Jill, du lügst! Lisa, du auch! Ich lüge! Ja! Diese Bilder sind von dir! Du bist es, der die malt! Dieser Jill, der dich in Boutiquen begleitet, das ist eine reine Erfindung von dir! Dieser Jill, der nie das Haus verlässt und der dir immer treu ist, das ist der Lisa, mit dem du am liebsten dein Leben verbringen würdest. Du erinnerst dich? Nein, nur daran, dass ich so nicht bin. Jill, dein Gedächtnis nie verloren, du erinnerst dich. Nein. Du erinnerst dich. Zum Teil. Ich glaube dir nicht mehr. Es kommt wieder, aber in Bruchstücken. Du erinnerst dich. Nicht an den letzten Tag. Den letzten Tag? Davon weiß ich nichts mehr. Du fantasierst. Du weißt alles und machst mir was vor. Nichts vom letzten
Tag. Deine falsche Amnesie ist die Folter, die du dir hast einfallen lassen, um mich zu bestrafen, du! Du kochst mich auf kleiner Flamme, weißt du! Du willst, dass ich vor Scham vergehe, du genießt meine idiotischen Antworten! Dich bestrafen, wofür? Dich bestrafen, wofür? Entschuldige, du warst 2 Wochen im Krankenhaus, ich war hier allein. Du hattest dort Krankenschwestern, Medikamente, Ärzte, um dich wieder fit zu machen. Ich saß hier wie auf glühenden Kohlen, niemand hat sich um mich gekümmert. Ich brauche jemanden, der sich um mich kümmert. Niemand hat sich um dich gekümmert. Ich nehme an, dass ich mich bei dir zu entschuldigen habe. Ja. Viele Entschuldigungen? Ich bezweifle, dass du deine Schulden je bezahlen kannst. Das Gedächtnis kam mir am Montag zurück. Nach und nach. An diesem Montag warst du nicht da. Keine Ahnung warum. Ich fand Bruchstücke unserer Geschichte, unserer Ehe, unserer Leidenschaft. Ich war glücklich. Als du am Dienstag reinkamst, wollte ich es dir sagen. Aber dann hast du mich genau in diesem Moment mit einer Lüge gestoppt. Der ersten. Ich. Du hast mir meine Bücher mitgebracht. Die Gesamtausgabe meiner Kriminalromane, um meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Aber ein Buch hast du vergessen. Welches? Kleine Eheverbrechen.